In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Portfolio Performance euer Performance Dashboard sinnvoll konfigurieren könnt und wie ihr eure Performance nach Anlagenkategorien getrennt betrachten könnt. Dazu gibt es jetzt ein Tutorial und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema erneut Portfolio Performance. Ihr kennt es sicher schon. Und ich habe da ja so eine Tutorial-Reihe und immer wenn wieder eine Frage auftaucht, die etwas komplizierter ist, dann beantworte ich die gerne in einem neuen Video. Und das möchte ich heute machen. Der Jürgen Hildebrand hat mir geschrieben unter meinem letzten Depot-Update: Glückwunsch zu guten Performance. Könntest du auch mal anhand eines Videos erklären, wie du im Portfolio-Performance deine Einzelaufgliederung von Aktien, ETFs, Kryptos in der Performance-Darstellung angelegt hast? Dankeschön. Mach weiter wie bisher. Als Finanz-YouTuber bist du in deinen bisherigen Videos definitiv eine Bereicherung, oftmals sehr inspirierende Ansichten dabei. Beste Grüße aus NRW. Ja, beste Grüße aus NRW zurück, Jürgen. Mache ich natürlich gerne ein Video zu und da würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und gehen direkt mal an meinen Bildschirm. Wenn du noch nicht weißt, wie du Anlagekategorien zuordnen kannst oder allgemein, wie du ein Wertpapier in Portfolio Performance einrichten kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal meine Playlist, die verlinke ich mal hier oben rechts in der Videobeschreibung. Einfach ein Tutorial von Anfang an, wo man einfach mal die ganz normalen Grundlagen von Portfolio Performance kennenlernt. Also, das ist hier die Übersicht, die wir erstellen wollen. Zunächst müssen wir dann erstmal wissen, wie viele Unterkategorien ich haben möchte. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir das ausgeteilt in Einzelaktien, in ETFs, in Peer-to-Peer, in Kryptowährungen und nochmal einmal eine Gesamtübersicht. Und wenn ihr das auch so machen wollt, dann braucht ihr 5 Spalten. Wenn ihr 4 Aufteilungen habt, dann braucht ihr natürlich nur 4 Spalten. Ich würde sagen, wir bauen es einfach hier diese Ansicht einmal komplett nach und ich zeige euch das Schritt für Schritt. Dann gehen wir hier oben erstmal auf den Menüpunkt Neues Dashboard und nennen das jetzt mal jetzt hier. Ich nenne das jetzt mal hier YouTube. Und ihr seht, hier ist erstmal jetzt alles so, wie ihr das auch aus eurer Standardansicht kennt. Und ich lösche jetzt erstmal hier alles heraus. So, nachdem ich jetzt alles herausgelöscht habe, kann ich jetzt hier einfach irgendwo reinklicken mit Rechtsklick, neues Widget, allgemein, Überschrift. Das ist erstmal das erste. Rechtsklick drauf, Bezeichnung editieren und dann nennen wir das mal Einzelaktien. So, dann geht es wieder mit Rechtsklick weiter, neues Widget und wir wollen jetzt den internen Zinsfuß. Den haben wir hier. Standardmäßig ist der immer für das Gesamtdepot. Wenn ihr das jetzt für eine einzelne Kategorie haben möchtet, zum Beispiel für Einzelaktien, dann klicken wir wieder Rechtsklick, gehen auf Datenreihe, Datenreihe auswählen und suchen uns hier die Anlagekategorie Einzelaktien heraus. Dann geht es weiter mit dem True Time Rated Rate of Return. Wieder Rechtsklick, Datenreihe, auswählen, Einzelaktien. Dann geht es weiter mit der Gesamtsumme. Die finden wir bei Vermögensaufstellung Gesamtsumme. Rechtsklick, Datenreihe, auswählen, Einzelaktien. Dann geht es jetzt weiter mit der Performance-Berechnung. Da gehen wir hier auf Performance, Performance-Berechnung. Da haben wir hier so eine Tabelle. Rechtsklick wieder drauf, Datenreihe, auswählen, Einzelaktien. Ihr seht dann hier direkt, dass das hier jetzt passt und die Werte übereinstimmen. Dann habe ich einen Bereich darunter, der heißt Monatsrenditen in einer Heatmap. Das haben wir hier. Wieder Rechtsklick, Datenreihe, auswählen, Einzelaktien und fertig. So. Dann habe ich noch Jahresrenditen in einer Heatmap. Und hier ist das jetzt ein Ticken anders. Hier müssen wir aber den Rechtsklick machen. Hier oben auf die Überschrift, Rechtsklick, dann Datenreihe und dann können wir hier Datenreihe hinzufügen, Einzelaktien und dann, wenn ihr das so machen wollt wie ich, dann lösche ich bei mir das Gesamtportfolio raus, dass ich wirklich nur in der Spalte meine Einzelaktien sehe. Und dann habe ich noch spaßeshalber noch den maximalen Drawdown. Und schon habt ihr eine Spalte gebaut, wie ich sie auch zum Beispiel habe. Und wenn ihr jetzt eine zweite Spalte haben wollt, dann müsst ihr hier einfach nur Rechtsklick wieder machen, neue Spalte rechts einfügen. Dann seht ihr, das wird hier etwas kleiner. Und dann könnt ihr hier allgemein die nächste Spalte einfügen. So. Und könnt ihr hier ganz normal weitermachen. Ich mache jetzt nochmal eben diese eine Spalte hier fertig und lasse das Ganze mal ein bisschen im Zeitraffer laufen.
So, ich habe jetzt einmal meine komplette Stand-Jetzt-Übersicht nachgebaut. Also wirklich kein Hexenwerk, ganz einfach. Ich habe es mal jetzt im Zeitraffer einmal komplett durchlaufen lassen. Ihr könnt euch hier oben auch einfach mehrere Dashboards einrichten. Also wenn ihr jetzt noch Lust auf eine andere Ansicht habt oder eine verstecken möchtet oder wie auch immer, dann könnt ihr hier auch zum Beispiel eine eigene Peer-to-Peer-Ansicht machen, wo ihr dann hier in der Übersicht einfach nur Peer-to-Peer drin habt. Einfach hier die Sachen so verändern, dass ihr dann wirklich nur die Kennzahlen eurer Anlagekategorie drin habt. So, ich hoffe, das Ganze hatte für euch einen Mehrwert. Jetzt habt ihr auf jeden Fall gesehen, wie ich das Dashboard bei mir eingerichtet habe. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, egal unter welchem Video. Und ich werde das ganz gerne wieder in einem neuen Video beantworten. Wenn es nicht zu kompliziert ist, wenn es einfach ist, dann werde ich das direkt in einem Kommentar beantworten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Kommentar und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.